Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wie gut ist eigentlich der T-54 Tier 9 Standard Medium Panzer im russisch-sowjetischen Tech Tree? Ich bin ihn ja in den letzten Wochen ein bisschen gefahren, auch im Livestream, und ihr habt meine Qualen mit ihm gesehen, und ich will hier im Video ein bisschen über die Leistungsfähigkeit dieses Panzers sprechen. Das Primäre, was man hier direkt eigentlich erwähnen muss, ist die Kanone und da vor allem die Durchschlagswertverteilung auf Standard versus Premium Munition. Ihr habt zwei Kanonen zur Auswahl, beide sind 100 mm Kanonen. Ihr habt eine, die etwas bessere DPM hat, dafür recht relativ ungenau im Vergleich zur anderen, mit einer mäßigen Einzielzeit und 6 Grad Gun Depression mit 201 Standard-Pen und 330 Heat-Pen. Die andere 100mm Kanone, 219 Standard-Pen, etwas weniger DPM als die gerade erwähnte Kanone. 0,33 Genauigkeit, 2 Sekunden Einzielzeit, Softstats eigentlich ähnlich bis bei der Turmdrehung und nur 5 Grad Gun Depression. Ihr habt also so ein bisschen die Auswahl zwischen Pest und Cholera. Selbst wenn man die Kanone mit der etwas besseren Durchschlagsleistung nimmt, muss man sich klar werden, dass man in der meisten Zeit eigentlich die Heat braucht. Denn wenn man erfolgreich mit dem Fahrzeug unterwegs sein will und nicht ständig Frust haben will von nicht durchschlagenden Granaten, ist es bei beiden Kanonen eigentlich egal. Ihr müsst mehrheitlich mit Heat-Munition unterwegs sein. Denn die Standard-Durchschlagswerte sind einfach so mäßig. Und vor allem die Lücke zur Heat ist auch einfach so krass groß. Denn mit 330 Durchschlagsleistung auf der Heat-Munition seid ihr einfach super aufgestellt. Und das macht dieses Fahrzeug halt so teuer auch zum Spielen. Außerdem war es so, dass vor der Überarbeitung der Tech Trees, was mit 1.9 gewesen sein muss, man über den T-54 das Objekt 140 und den T-62A erspielen konnte oder grinden konnte. Und mit dieser Überarbeitung der T-62A ja als Sammelfahrzeug ins Spiel genommen wurde, aus dem Tech Tree raus, und dementsprechend man nur noch ein Fahrzeug, ein 10er Panzer mit dem T-54 ergrindet. Ich habe das Ganze vor der Überarbeitung gemacht und dementsprechend habe ich auch sehr, sehr viele Runden auf dem T-54. Ich habe auch eine zweite Gunmark, wo ich bis jetzt nicht weiß, wie ich die damals erfahren habe, aber das waren auch noch andere Zeiten, muss man sagen. Ansonsten bekommt ihr eigentlich einen ziemlich universellen Medium, der durchaus am Turm auch mal was bouncen kann. Mit einer guten Topspeed von 56, einem guten Leistungsgewicht von 21 PS pro Tonne. Und auch die Drehfreudigkeiten gerade im Vergleich mit anderen Mediums auf der Tierstufe sind wirklich gut. 390 Meter Sichtweite runden das ganze Paket ab und auch der Tarnwert ist völlig in Ordnung. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das Fahrzeug oder wie gut ist er eigentlich noch? Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Die Krux ist eigentlich die erwähnte Problematik bei der Munition, also bei der Standardmunition. Er ist, was das angeht, einfach absoluter, Mist, was die Standardmunition angeht. Der ist sogar noch schlechter als der Patton, der auf der Top Gun auch nur 218 hat. Und selbst der E50 hat 230 mm. Das macht's extrem schwer und das macht's extrem teuer und das macht's auch dann irgendwann langfristig so demotivierend, ihn zu spielen. Weil wer will denn schon permanent so viel Credits investieren, damit man das Fahrzeug wirklich erfolgreich und gut spielen kann? Natürlich kann man den auch mit Standardmunition spielen, bloß dann wird's halt, also wie soll ich denn sagen, dann könnte es schwierig werden an der einen oder anderen Stelle. Ich sag mal, so ein Standard B ist nicht unbedingt das Problem. Aber es gibt ja, wir wissen das ja, durchaus Fahrzeuge, die deutlich mehr Panzerung mitbringen. Und gerade wenn man gegen 10er antritt, machst du mit den Durchschlagswerten dann gar nichts mehr. Ansonsten, ich habe jetzt hier die Kanone gewählt, die mehr DPM hat, also ungenauer ist. Ich bekomme damit 6 Grad Gun Depression, also 1 Grad mehr. Ja, das wollte ich so. Ihr könnt mir aber auch gerne mal euer Feedback da lassen, wie der sich mit der etwas schlechter DPM-Kanone spielt, mit 5 Grad Gun Depression. Und dafür aber eine deutlich bessere Genauigkeit. Das eigentlich spricht es mehr, die Kanone mit besserer Genauigkeit zu nehmen, damit man auch Weak Spots anvisieren kann, was mit der Kanone hier halt nicht geht. Das heißt, mit der anderen 100 mm ist es vielleicht ein bisschen Credits sparender.
Gerade weil sie auf der Shunner-Pen ein bisschen mehr hat, wenn man dann mal Top-Tier ist, dann muss man nicht immer, in Anführungsstrichen, die Heat benutzen. Ansonsten sieht man beim T-54 auch sehr, sehr gut, dass es ein Fahrzeug aus den frühen Tagen von World of Tanks ist. Denn abgesehen davon, dass die Wanne okay ist, ist sie relativ weich. Aber der Turm, wenn man ihn nun wirklich Hull Down spielen kann, wenn man die 6 Grad ausnutzt, dann hat er zwar einen guten Turm. Ja, der Turm bounced gut, aber er hat tatsächlich auch Weak Spot am Turm. Er hat nämlich 2 Kommandantenkuppeln, die im Nahkampf auch durchaus treffbar sind. Und das, ich will nicht sagen, balanced ihn so ein bisschen, aber das zeigt halt, dass Fahrzeuge auch durchaus anders sein können. Zusammengefasst, meine Runden waren mit dem jetzt in den letzten Livestreams nicht wirklich erfolgreich, muss ich sagen. Ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit ihm. Er ist meiner Meinung nach aber trotzdem immer noch ein sehr universeller Medium. Er hat nicht die beste Gun Depression, er besitzt aber eine durchaus brauchbare Mobilität. Wenn man sich darauf einlässt mit den Heatgranaten, dann besitzt er auch durchaus eine Kampfkraft, die sich sehen lassen kann. Denn mit 330 Heatpen seid ihr auch gegen 10er sehr, sehr gut aufgestellt. Und wie gesagt, die Mobilität ist auch nicht so schlecht. Man kann also auch im Zweifelsfall in die Flanke des Gegners fahren, wenn das notwendig ist. Und mit 390 Meter Sichtweite ist er auch für den Russen oder für den sowjetischen Panzer durchaus in der Lage, sich auch Ziele selber aufzumachen, gerade wenn man eine entsprechende Mannschaft und oder eine Optik auf diesem Fahrzeug verbaut. Zusammengefasst also, ja, kann man schon machen, man muss aber gewillt sein, durchaus einige Credits in den Runden in die Hand zu nehmen, um dem unterm Strich wirklich erfolgreich fahren zu können. Hier sehen wir die Auswertung. Was Besseres habe ich tatsächlich nicht zusammenbekommen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich habe mich schwer getan. Ich will dem Fahrzeug aber jetzt nicht so sehr an die Karre fahren. Ich bin trotzdem der Überzeugung, dass das ein durchaus universeller Medium ist, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Und es lohnt sich sicherlich auch mal, die andere Kanone zu testen. Deutlich bessere Genauigkeit, Einzielzeit, was dann also auch besser möglich ist, dann auch mal Weak Spots anzuvisieren, beziehungsweise auf größere Distanz auch überhaupt was zu treffen. Oder sagen wir mal, besser zu treffen. Eine erste Klasse gibt es hier. 3000 Schadenspunkte machen wir, 3 Kills, 1122 Base. Damit gibt es schon eine erste Klasse. Früher ist der, glaube ich, besser gefahren worden. Und was wir halt hier sehen, ja, also 95.000 hat die Runde gekostet. Sicherlich hätte man die ein oder andere Heatgranate sparen können gegen den Standard B, wo wir auch übelstes Glück gehabt haben, dass der da Bounce, Bounce, Bounce an uns macht. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Aber unterm Strich hätte das an dem Ergebnis, dass wir hier Minus machen, nicht wirklich was geändert. Ja, mir ist es bewusst, das muss man halt wirklich wissen, 201 Standard-Pen auf der Kanone, die ich hier drauf hatte, ist halt einfach eine mittelschwere Katastrophe auf Tier 9. 2300 gebounced, nicht wirklich was gespottet. Gut, es war Paris, was will man da auch groß spotten? Und insgesamt 1683 Erfahrungspunkte mit Premium-Account. Lasst mir gerne euer Feedback zum T-54 da in den Kommentaren. Er ist wirklich ein sehr, sehr altes Fahrzeug. Er wurde bei den Kanonen auch mal überarbeitet. Ich bin ihn teilweise vorher schon gefahren. Das ist aber so lange her, dass ich das jetzt hier ins Video nicht weiter mit aufgenommen habe. Ist auch für die aktuelle Bewertung des Panzers nicht wirklich relevant. Ihr könnt mir gerne auch mal weiter in die Kommentare schreiben, was ihr noch für Fahrzeuge in dieser kleinen Videoreihe sehen würdet. Es gibt ja sicherlich noch andere alte Fahrzeuge. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt Gmonfin, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine, Yukon und Roblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.